So, aber jetzt hallo Freunde der Spiegeltour und auch im Live-LP. Wir machen heute mal Livestream mit Elfenkolonie. Ich weiß, es ist nicht das spannende Spielchen, was wir gestern hatten mit Hellblade, wo man einfach so total mitfiebert, aber es ist immer noch Aufbaustrategie und wir haben Arido Messer. Da sieht man schon, du musst alle Zuwanderer innerhalb einer bestimmten Zeit aufnehmen. Deine Mission gilt als gescheitert, wenn du nicht alle rechtzeitig rettest. Nämlich mit Kolonieschiff ist eins der Lebenserhaltungseinheiten ausgefallen. Und wir müssen so schnell wie möglich eine Kolonie errichten, wo die alle hin können. Logisch wäre natürlich, dass die alle in die Kolonien zu verteilen, die ich bereits aufgebaut habe. Aber anscheinend wollen die Entwickler nicht mit der Logik punkten, sondern einfach mit dem Schwierigkeitsgrad des Szenarios. Schauen wir uns das einfach mal an. Nimm bis Ende von Soll 10 alle Flüchtlinge auf. Also effektiv 10 Jahre. Oh mein Gott, das hat auch noch richtige Brisanz. Kolonisten einfach aufzunehmen. Was haben wir? Wir haben 243 Naniten. Wir haben aber auch mehr als genug Eisen in der Nähe, um die Naniten zu produzieren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich bei den anderen Systemen immer gebraucht habe in etwa. Welcome to your new colony. Errichte 7 neue Gebäude, erreiche 50 Bevölkerung, also Basic-Kram. Da ist direkt Essen drin, da oben werden wir unsere Nahrungsmittel anpflanzen können. Da haben wir noch mehr Naniten. Zuerst aber Energie, dann mach hier die erste geothermale Anlage. Ich werde auch mal direkt den hier upgraden. Also unsere Baudrohnen, dass wir alles ein bisschen schneller produzieren können. Also das Basic. Auch eine Mine. Ich werde ein bisschen dazu erklären, weil wir es heute ja das erste Mal im Livestream haben und manche das Spiel ja vielleicht nicht kennen. Und sobald die Mine steht, brauchen wir auch einen Luftfilter, denn Luftfilter machen nicht nur die Luft besser, sondern nehmen vor allem verschmutzte Luft auf und ändern die Luftqualität. Ach, was für ein Blödsinn, was erzähle ich hier für einen Schwachsinn? Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht. Und sobald die Energie da drüben steht, alles gut. Diese einzelnen Baudrohnengebiete, beziehungsweise diese Baudrohnenknotenpunkte, haben nur eine gewisse Reichweite, was wir gerade sehen. Es geht nämlich da oben bis zum Feld und jetzt schauen wir mal eben nach Lebensmitteln. Was kann man denn hier gut anbauen? Quinoa. Dann bitte eine Farm da oben hin. Overlord Jens fragt nochmal wegen seiner Spende. Ja, ich habe was wegen der Spende gesagt, und zwar, dass die angekommen ist, und danke nochmal für die Unterstützung. Wir hatten es auch, ich hatte es auch nochmal in dem Stream, wo du gespendet hattest, gesagt, aber erst gegen Ende, weil ich hatte die Spendenseite nicht offen. So, Nanitenproduktion und ein Zuwanderungszentrum. Darüber kriege ich nämlich nur neue Einwohner. Und damit kann ich die Flüchtlinge dann abbauen. Verbleibende Zeit 1628 Stunden. Müsste ein Jahr nicht, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Tage der Planet hier hat. Oh, 37 Stunden ist eine Jahreszeit, okay. Als nächstes gerne Wasserpumpe. Your progress is satisfactory. Bitte die Naniten, keine Nahrung.
Nahrung werden wir auch so beisammen bekommen. Errichte 5 Farmen oder Gewächshäuser. Finde ich das nicht ein bisschen übertrieben für den Anfang? Später brauche ich die bestimmt. Aber ich brauche doch jetzt noch keine 5 Farmen. Hier auch höhere Priorität. Umso mehr Kolonisten kriege ich pro Kolonieschiff rein. Hier bitte auch direkt eine Baudrohne hin. Ja, wir haben Winter. Bedeutet, wir bekommen jetzt erstmal vermindert Nahrung. Drei Zuwanderer eingehen. Da ist mir schon das erste Jahr rum. Ich versuche erstmal die Packs zu bekommen. Nee, Bar und Grill kostet mich nämlich Bevölkerung. Da soll der einfach einen Park daneben setzen, das hilft mir gerade mehr. Sehr schön. Neue Zuwanderer. Und ich werde mit einem Zuwanderungszentrum bestimmt nicht auskommen. Können wir direkt das zweite hochziehen. Nahrung auch ein bisschen höher priorisieren. Und so entwickelt sich alles langsam, aber sicher. Wäre schön. Ach so, 1000 Flüchtlinge sind's, ne? Wie keine Drohnen in Reichweite. Ach so, weil hier noch keine Leute drin arbeiten. Moment. Ich muss mal eben die Priorität hier hochsetzen. Aber wahrscheinlich ist der Arbeitsweg zu weit entfernt. Dann weigern die sich, darüber zu laufen. Dann baue hier ein kleines Apartment hin. So.
Danach ist das wieder egal. Keine unglücklichen Bewohner. So, 100% der Leute sind beschäftigt. Jetzt nehmen wir 18 Leute auf pro... Weiß ich nicht, hier steht ja nicht, wie lange die brauchen. Um immer wieder zu landen. Dramatische Musik. Gradet ihr die Pumpe bitte ab? Dank dem Imperator, endlich das Live-LP zu Avon Colony. Hello, Chief. I have a new opportunity for you. We'd like you to expand your colony's population. Könnte man nehmen, aber ich habe eh genug zum Abbauen. Jedenfalls, um die Naniten herzustellen. So, er fordert 18 Energie, die ich nicht habe. Dann setzt die 12 Naniten ein, um den geothermalen Reaktor zu verstärken. Prozent abgeschlossen. Das entspricht auf 1000... 40. Sehr irritierend, dass sie gemacht haben. Ende von Säule 10.000. Das sieht aus wie... 101. Okay, ja, es ist ein Leerzeichen dazwischen. Ah, Livestream. Du musst nicht reden, mach einfach. Das ist übrigens ein Lagerraum. Weil mein aktuelles Lager leider voll ist. Und das zweite Jahr hört gleich auch schon auf. Vor allem das aktuelle Lager ist nur, ich glaube, hier eins von diesen kleinen Modulen in der Mitte. Da ist ja nicht viel dran. Die Mine kommt nicht nach mit der Produktion von Eisen, damit die im Naniten-Ding weiterarbeiten können. Naniten, 22 Naniten.
So, dann produzieren wir pro Stunde schon 2,2 Naniten. Nahrungsmittel produzieren wir auch genug, Wasser inzwischen auch. Wie wär's mit dem dritten Zuwanderungszentrum? Die Zeitleiste bewegt sich immer noch schneller als unsere Produktionsleiste. Nee, stimmt gar nicht, als die Flüchtlingsleiste schrumpft. Wir sind eigentlich Deutschland in der europäischen Gemeinschaft. Keine Kolonie will die Flüchtlinge aufnehmen, aber die Angela Prime sagt, kein Problem, wir nehmen alle. Warum auch nicht? Ja, ich weiß, wir haben zu wenig Essen. Ich arbeite dran. Wie sieht's aus? Wir haben 112 Kolonisten, 88% der Arbeitsplätze sind aber nur besetzt. Da muss ich nachher besonders drauf aufpassen. Also, dass jeder auch Arbeit hat. Hey there. Sonst werden die nämlich ganz schnell unglücklich. Nichts ist beschissen als arbeitslos sein anscheinend in der Neukolonie. Juhu, Nahrung plus. Das mitten im Winter. It's time for referendum election. Es gibt hier sogar Wahlen. Deshalb das Referendum. Direkt die nächste Bar aufgemacht. 148 Kolonisten. So, das sieht doch toll aus mit der Nahrung. Und die Mission wurde abgeschlossen. Mal eben schauen. Ich glaube, die Luft fehlt. Ach, Moment. Das ist nicht Luft.
Aber wir haben auch noch Potenzial. 77% der Stimmen, damit kann ich leben. Es gibt so viel Kriminalität, das können wir auch bekämpfen, obwohl ich dadurch keine ein paar Arbeitsplätze schaffe ich wohl dadurch. Dann fliegt hier eine Drohne rum und bekämpft halt die Kriminalität. Einfach weil sie da ist. So, hier hinten das geothermale Kraftwerk, das saugt ganz schön der Luftqualität, deshalb den Luftfilter davor. Hat irgendjemand ein Problem mit seinem Arbeitsweg? Das ist auch manchmal eine Sache, dass die Leute ärgert, aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Wenig Arbeitswegstrafen. Es gibt also immer Jobs in der Nähe. Und ich weiß nicht, warum man die Lasermine einsetzen sollte. Die baut zwar schneller ab. Ist aber zerstört 40% der Mineralien, die wir abbauen. Das finde ich total ineffizient. Well done. I'm pleased with 45 Naniten, danke. Hashtag Imperator. Ja okay, der Typ, der die ganze Zeit quatscht, der zwingt mich manchmal zu grauenvollen Dingen. Morgen großes Warhammer-Update. Kann der Proof ja morgen neues LP starten? Hust. Immer diese Behauptungen, als wenn morgen ein Warhammer-LP kommen würde hier. Ich glaube, inzwischen nehmen wir sogar mehr Flüchtlinge auf, als wir... Well done. I'm pleased. ...benötigen? Nein, falsches Wort. Wir holen langsam ein. Ich muss sie ja alle nur in dämliche Jobs reinsperren. Oder... Ein paar dürfen sogar forschen. Ich bin eine Stütze der Gesellschaft. Ich bin in einem Forschungsbüro. Wo sind eigentlich meine Idioten? Also ich meine die Hauptprotagonisten des Spiels. Die haben doch sonst auch immer so viel gelabert. I think you're on track to win this referendum, but here's the feedback I've compiled from the citizens. Ich finde keine Arbeit, ich fühle mich nutzlos. Ihr sollt jetzt aber wieder Arbeit haben, weil Forschungslabor hilft. Prozent der Arbeitsplätze besetzt. Sieben Naniten produzieren? Nein. Übrigens würde ich den Typen, der die Symbolik hier gemacht hat, gerne mal kennenlernen. Die geht nämlich teilweise gar nicht.
So, bitte das Ding upgraden gleichzeitig. Ich baue die ganzen Startgebäude ab. Die sind auch unnütz. Das ist einfach nur Müll. Wo ich lebe, ist die Luftqualität schlecht. Warum glaube ich euch das nicht hundertprozentig? Na, okay, wenn es da hinten ist, habt ihr schon recht. Da ist die Luftqualität unter aller Sau. Die Forschung ist übrigens total zweitrangig. Man kann dadurch Verstärkeranlagen bauen, beziehungsweise diese ganzen Sachen, die man produzieren kann, braucht man gar nicht. Es ist nur Arbeit und sie müllen das Lager zu, sobald man sowas in die Richtung macht. So, bitte das VR-Zentrum. Weil das macht die Leute erst richtig glücklich. Nämlich der Realität entfliehen und mit VR-Pornos gucken. So, Energiespeicher bitte auch upgraden. Ich sehe schon, die Eisenverarbeitung kommt nicht nach. Haben wir irgendwo... Ja, da ist noch ein weiteres Eisenverarbeitungsfeld. Da kommt die Baudrohne aber nicht hin. We're concerned about the food situation in your colony. Hunger appears to be a growing problem. Is everything all right down there? Ich benutze mal mein Dünger für die Gewächshäuser, damit wir mit der Nahrung jetzt nicht so runterfallen. Congratulations on your referendum victory, boss. Ja, 83% sind ja auch alle glücklich. Energie unzureichend? Nein. Ach so, das Verbindungsstück wurde zerstört. Weil Blitzeinschlag. Die Geschütztürme sind übrigens gegen kleine Sporen, die mich angreifen können, und anderen Krimskrams.
Ich überlege gerade, ob ich schon mal 1000 Kolonisten hatte in der Kolonie. Nein, stopp, abbrechen, nichts aufbauen. Die Pflanzen muss ich nämlich alle zu essen verarbeiten und die wachsen auch nicht gut. Ich wollte nur meine Farm umbauen zu Gewächshäusern. We'd like you to increase the colonies. Forschung durchgeführt, 300 Kolonisten erreicht, Handelshafen bzw. das Handelszentrum ist auch mal ganz praktisch. Dann können wir wenigstens ein paar Sachen ans Kolonieschiff hochschicken, um mal endlich diese Mission hier unten abzuschließen. So, Wohnkapazität. Ich weiß gar nicht, wie es 9% Arbeitslosigkeit geben kann. Ach doch. Besetzte Arbeitsplätze 99%, also ja, mehr Arbeit. Trick 17, die einfach alle in Entertainment-Geschäfte reinsetzen. Das macht die Leute glücklich. Plus, die haben Arbeit. Also selbst wenn ich Arbeitslose habe im Gebäude, sind die einfach so erheitert, weil die einfach die Happy-Meile hier haben. Dass es gar nicht mehr auffällt. So, giftige Abgase sind total egal. Normalerweise können die ins Luftungssystem reingehen. Und uns wirklich Probleme machen. Aber dadurch, dass ich überall die Filterlüfter gebaut habe, ist das irrelevant. Haben wir noch zwei Eisenvorkommen, da oben noch ein drittes. So, Handel inaktiv ändern wir jetzt. Und zwar indem wir Kupfer importieren. Das ist nur einmalig, ne? Ja. Und dafür unsere Nahrungsmittelerzeugnisse wegtransportieren.